Oh, Leute. Mann, Leute, ich bin echt gerädert. Ist jetzt 6:30, nicht? Ja. Oh. Und das ist jetzt irgendwie, naja, die 12. Nacht, wo ich nicht besonders gut schlafe. Weil, oh, ich hab voll den verrenkten Nacken. Und, oh, naja, ein neuer Tag bricht an. Um 8 ist der Wecker gestellt. Und dann geht's weiter. Und dann geht's weiter mit Leutnant Immelmann und dem Kai an einem neuen Bach. Da wird ein bisschen gebuddelt. Aber ich hab, seit ich jetzt unterwegs bin, ich glaube, die längste Nacht, die ich geschlafen habe, waren so 6 Stunden und danach alles immer weniger. Also jetzt war ich vielleicht irgendwie knappe 4 Stunden habe ich geschlafen oder so. Oh, mein Nacken ist echt steif und alles. Oh, naja, wird gleich wieder heftig gebuddelt. Oh, das haut rein. Naja, ach, was soll ich sagen? Gehen wir es an. Für Schönfels aufnehmen, ja? Ja. Und zack, habe ich wieder Bäume davor. Ja, jede Menge Bäume, ja. Also sehen Sie hinter den Bäumen Schloss Schönfels. Ja, da kommt es vielleicht jetzt ausnahmsweise mal ins Bild. Nee, doch nicht. Es sind immer noch Bäume davor. Ganz hervorragend. Schloss Schönfels hier einmal hinter den Bäumen. Ja. So, jetzt kurz mal ein Bild und schon verschwindet es wieder hinter anderen Häusern und ja. Bäumen. Ja, aber das war dann mal Schloss Schönfels. Das war dann mal Schloss Schönfels. Wird's ja wohl nicht, oder? Ja, scheiße. Naja, vielleicht schon. Ich meine, keine Ahnung. Das ist vollkommen falsch. Wir sind vollkommen falsch. Wir sind nicht weit weg, aber vollkommen falsch. Warte, wir sind richtig. Wir sind richtig. Ja. Wir sind vollkommen falsch. Nein, wir sind richtig. Wir sind richtig. Ja, das ist doch schon mal ein Erfolgserlebnis. Wir sind bloß von hinten durchs Knie in den Arsch. Ja. Nach rechts abbiegen, um auf zu bleiben. Da müsste dann ja auch irgendwie sein. Dem Streckenverlauf 2 Kilometer folgen. Ich bin heute noch mal mit Leutnant Immelmann und Kai hier an einem Bach und interessanterweise, er hat ja eins von meinen Nordisch P-Dirts gekauft, also nicht nur eins, schon ein paar mehr, und in einem dieser Nordisch P-Dirts hat er eine Ratte gefunden. Das war in der letzten, also in der 18. Staffel jetzt das Highlight. Für die Ratte gibt es ein Motherlode P-Dirt, das habe ich hier schon in der Hand, und er gibt mir jetzt quasi die Ratte und ich gebe ihm das Motherlode P-Dirt mit mindestens 1/2 Gramm Gold drinne und wünsche ihm schon mal viel Spaß beim Auswaschen. Besten Dank. Ja, sehr gerne. Und dann wollen wir jetzt mal gucken, was wir hier an diesem Bach noch rausholen können. Ich hoffe, wir finden noch ein bisschen Gold. Lasst euch mal überraschen. Ich selber lasse mich auch überraschen, was hier heute der Tag noch so bringt. Also viel Spaß weiterhin beim Zusehen. So, ich habe gerade schon bei Leutnant Immelmann und bei Kai gesehen, die arbeiten jetzt mit der Rinne.
mit der Sluicebox und da hier ist unheimlich viel Schwarzsand drin. Das Cleanout würde dann eben halt dementsprechend ziemlich lange dauern, weil, naja, das Feingold, welches hier ebenfalls drin sein soll oder auch drin ist, da rauszuholen aus dem unheimlich vielen Schwarzsand, dauert dann im Cleanout halt sehr lange, wenn man das, diesen Schwarzsand nicht vorher trocknen kann, um das Magnetit rauszuziehen. Ich habe mich daher erstmal dazu entschlossen, also die Rinne nicht zu setzen, sondern das einzeln mit der Pfanne zu machen, dass ich halt nach Möglichkeit nicht so viel Schwarzsand in der Pfanne habe, aber hoffentlich dann ja trotzdem Gold. Also ich fange jetzt mal an und dann gucken wir mal, wie weit ich komme hier. Das Ding ist halt, dass ich den Schwarzsand nicht wirklich mitnehmen kann. Ich würde es ja tun, aber meine Reise geht noch weiter und von daher, das wird dann alles zu schwer und deswegen mache ich das so, wie ich gesagt habe. Nur mit Pfanne und ein bisschen vorsieben. Also, los geht's. Schon gleich in der ersten Pfanne gibt es auch wieder Beifunde, nämlich Glasscherben. Diesmal nicht ganz so stumpf wie am letzten Bach oder Fluss. Ja, naja, ist halt so, ne? Ich meine, brauche hier nur ein bisschen hingucken, hier liegt schon wieder was. Hier ist noch mehr Glas. Ist halt scheiße. Irgendwie sind die Menschen teilweise auch irgendwie nicht so gut drauf, was wir hier mit der Umwelt machen. Also mal jenseits vom Graben, das hier schockt irgendwie gar nicht. Ich sammle es auf und nehme es mit, schmeiße es natürlich weg. So Leute, ich habe zwar eine grüne Pfanne und ein Sieb von Kai bekommen, aber die grüne Pfanne, da sind so eine Punkte drin. Wenn da Wasser drin ist, das sieht immer aus wie Gold und das verwirrt mich, weil es ist nämlich keins. Deswegen habe ich jetzt hier mal meine kleine schwarze S-Wing-Pfanne genommen. Ja, hier war ja noch so ein Rand, den habe ich gestern Abend noch weggemacht. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass es besser funktioniert. Ich denke mal, dass es besser funktioniert und hoffentlich habe ich dann jetzt auch noch mal wieder ein bisschen Gold da drin. Der Kai hat übrigens gerade in seiner Rinne ein richtig dickes Nugget gehabt. Wenn euch das interessiert, das Video von Leutnant Immelmann habe ich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Könnt ihr euch dann gerne mal reinziehen. War allerdings nicht hier am Bach, sondern war einer meiner Lucky Shots. Aber Kai hat einen richtig glücklichen Griff gehabt und hat echt ein vernünftig fettes Nugget daraus geholt. Glückwunsch an dieser Stelle, Kai. Geiles Ding.
Habe ich eigentlich schon mal erwähnt, dass ich tierische Nackenschmerzen habe? Ich mache jetzt mal die Kamera aus und wasche noch mal ein bisschen weiter vor mich hin. Bis gleich. Also mit meiner Pfannenstrategie scheine ich nicht wirklich voranzukommen. Also ich habe alle zwei Pfannen mal ein oder zwei kleine Flitter drin. Die Jungs hier hinter mir mit ihrer Sluice, die haben da wesentlich mehr. Ich glaube, ich baue jetzt auch mal um auf Sluice. Mache jetzt noch eine Pfanne so, die habe ich schon vorbereitet. Und dann setze ich mal die Sluice-Box und lasse auch noch mal ein bisschen über die Sluice laufen. Ich hole da mal eben schnell die Sachen raus, die ich da reingetan habe. Die ist ganz schön verwirrend. Die, das zeige ich dir mal kurz. Die verwirrt mich, weil, wenn du die nass hast, also so diese Stellen, das hier, was hier so abgeranzt ist, ne? Ach so. Ich denke die ganze Zeit immer, das ist Gold und Pinsel und Mach und Tunnel, aber ist es natürlich nicht. Aber das sieht, wenn das nass ist, sieht so aus, als wären da die... Ach Mann, komm, würden noch ein paar Flitter schon liegen. Richtig, genau. Hier, bitte. Gut. Brauchst du den Siedler? Oder? Nee, das kannst du nennen. Okay, weil jetzt... Ach so, du willst da drin? Setze hier gleich die Sluice rein und dann habe ich ja den Eimer von Peter noch. Lass es mir hier. Okay, gut, alles klar. Thank you.
So, da hinten wird noch fleißig geschaufelt. Ich bin heute mit dem fleißigen Schaufeln nicht ganz so gut davor wegen meiner Schultern. Das schmerzt echt. Ja, ich habe jetzt hier die Rinne mal so ein bisschen gesetzt. Sie läuft mäßig. Ich habe nicht genug Wasserdruck. Ich müsste eigentlich den Damm hier noch ein bisschen verstärken und eigentlich die Rinne noch ein bisschen anders setzen. Aber ich sehe bald Schluss. Ich muss mich bald von Leutnant Immelmann verabschieden. Und dann geht es mit Kai nochmal weiter Richtung Frank und Margit. Aber noch sind wir nicht so weit. Noch läuft die Rinne. Und tja, mal sehen, ob noch irgendwas hier aus der Rinne rauskommt, was ich zeigen kann. So Leute, hier ist mein Löchlein und hier ist die Rinne. Ich habe jetzt drei kleine Eimerchen noch durchlaufen lassen. Ich will auch nicht mehr und ich kann auch nicht mehr. Mein Rücken schmerzt zu doll. Ich mache jetzt nochmal ein Clean-Out von dem, was hier durchgelaufen ist. Und dann mal gucken, ob da noch Gold drin war. Und ansonsten verfülle ich wieder mein Loch und reiße den Damm wieder ein. Und stelle hier wieder den Originalzustand her. Tja, und dann geht's mit Kai da hinten weiter nach Frank und Margit. Das hier sind übrigens die Beifunde, die ich so gemacht habe. Also einmal dieses Ding auf Besicht aus dem Flüsschen rausgeholt. Keine Ahnung, was das mal war. Vielleicht sieht es ein bisschen aus wie ein Knochen, aber ich glaube nicht, dass es jetzt ein Knochen ist. Dann Glasscherben und Glasscherben und Glasscherben und Glasscherben. Und einmal diese seltsame Kugel hier. Also kein Plan, relativ leicht das Ding. Tja, so eine Kugel. Also die nehme ich auf jeden Fall mit. Hier, zack, Tüte, eingesackt. So, und jetzt packe ich die Glasscherben weg und dann mache ich hier mal ein Clean-Out von der Rinne. Tja, Leute. Ich habe jetzt hier schon mal wieder zusammengepackt und alles wieder zurückgebaut quasi. Und das hier ist mein Ergebnis. Wie Sie sehen, sehen Sie nicht allzu viel. Also es sind ein paar Mikroflitter drin. Die haben sich jetzt hier irgendwo versteckt. Genauer zeige ich sie natürlich dann am Ende von diesem ganzen Video hier. Ja, das war's. Kai hat auf jeden Fall viel, viel mehr gefunden, aber der hat auch die ganze Zeit mit der Rinne gearbeitet. Vielleicht hätte ich das auch machen sollen und nicht auf meine Pfannenstrategie hier setzen. Ja, was der Leutnant Immelmann gefunden hat, weiß ich jetzt noch nicht. Da gehe ich mal eben rüber und frag mal. Ja, aber ansonsten war's das jetzt quasi von hier. Und dann geht's weiter mit was anderem. Das Kreuze weh. Ja, mir auch. Mir tut das Kreuz auch weh. So Leute, das war's. Ich muss mich leider von Leutnant Immelmann verabschieden. Ich hatte zwei angenehme Tage mit ihm, aber wirklich, hat Spaß gemacht. Danke, Gunnar. Ja, Peter, ich hoffe, wir können das irgendwann mal wieder machen. Ich gebe dir gleich noch die Hand. Jetzt momentan stehe ich ein bisschen weit weg und ja. So. Und verabschiede mich noch persönlich. Das hier ist nur für die Kamera. Also Peter, ich hoffe, wir sehen uns mal wieder. Weiterhin Glück auch für dich. Ja. Und ich fahre jetzt mit Kai noch ein bisschen weiter ins nächste Abenteuer. Richtig. Mal gucken, was kommt. Auf jeden Fall.